Willkommen zum Teil 2. Gestern habe ich ja dieses Bienenvolk hier aufgemacht und festgestellt, dass die in der absoluten Mindestmenge drin sitzen. Das heißt, das Volk könnte etwas Verstärkung gebrauchen, jedoch nicht zwingend erforderlich. Und dann habe ich Nummer 2 aufgemacht und hier sah die Situation leider ganz, ganz anders da aus, weil wir haben hier einen Varroaschaden aufgefunden. Ein Bienenvolk, das weit unter der Mindestgröße sitzt, circa 3.000 bis 4.000, 5.000 Bienen Maximum drin. Und leider eine gute Königin, die aber ja, mit der Bienenmasse einfach nicht überleben wird. Deswegen habe ich die eine Königin gestern im Video rausgenommen. Jetzt ist das Bienenvolk pheromonenfrei. Wir haben nämlich noch nicht Minusgrade, wo ich jetzt mit 2 Königinnen vereinigen hätte können. Wir haben jetzt plus 6 Grad. Das heißt, ich musste gestern erstmal eine Königin Pheromon ausschalten. Und dann habe ich von einem anderen Bienenstand dieses Homehive mitgebracht. Da ist jetzt eine Königin drin. Allerdings sind auch hier viel zu wenig Bienen drin. Um es zusammenzufassen, Bienenstand irgendwo da hinten auf dem Buckel. Schwaches Bienenvolk mit Königin wird jetzt vereinigt mit einem schwachen Bienenvolk ohne Königin. Ich habe gestern hier übrigens schon die Brutwaben rausgenommen und das sieht man leider nicht im Video, das habe ich nochmal danach gemacht. Die Brutwaben mit den Varroamilben entfernt, was jetzt übrig ist, sind nur noch die Bienen ohne Königin. Und weil da doch eben sehr viele Varroamilben noch drin waren, werde ich die jetzt nochmal mit Milchsäure durchsprühen. Okay, also was hier gleich sichtbar ist, dass die Bienen wirklich so gering sind, dass die sich alle hier oben verzogen haben. Das ist echt ein schwaches Volk. Heieiei. Hier ist eigentlich alles leer. Noch ein paar Bienen hat es erwischt. Ja, also das nennt man mal richtig großen Varroaschaden. Ich nehme jetzt erstmal die Waben raus, die wir nachher dann eventuell in andere Völker setzen können. Guck mal hier mal rein. Das hier kann raus. Die Bienen hier werde ich nur reinschlagen, weil die Wabe möchte ich eigentlich nicht mitnehmen. Okay, und jetzt kann ich schon anfangen, Waben auszutauschen. Also die Wabe kann hier weg. Die möchte ich drin lassen, die möchte ich drin lassen. Die hier auch, weil die schön groß sind, die auch. Und vermutlich muss ich die hier jetzt alle wieder rausnehmen. Muss ich jetzt mal kurz einfach ins Gebüsch legen. So, mal gucken, vielleicht langt es auch schon. Hier ist unsere Königin. Zwei Waben haben wir noch übrig. Thank you.
Naja, das war jetzt nichts. Eine Biene gerettet. Und 5 stechen mich hier. Die Wabe wird abgeschlagen. Und ja, komm, gebt mal denen noch den Blütenpollen hier rein. Also der kleine Schlag hat jetzt dazu geführt, dass alle Bienen hier aus der Kiste rausploppen und dann auch wieder, ihr seht ja, die fliegen direkt hier in das Flugloch zurück. Auch wenn das gar nicht ihr Volk ist, die Bienen gehen in der Sekunde dann einfach über ihre Optik. So, und dann haben wir ja hier oben noch 2 Waben vom alten Volk. Die haben sich da ja seitlich verkrochen. Und da haben wir ja gesagt, möchte ich noch mit der Milchsäure durchsprühen. Ganz vorsichtig erstmal rausstellen. Also ich habe da jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Milchsäure gesprüht, weil hier doch einfach so viel Varroamilben in dem Volk noch drin waren. Ist alles gut gegangen. Die Bienen hier werden in den nächsten Stunden alle nach unten gehen, weil da ja das andere Volk mit den Königinpheromonen dann die restlichen Bienen wieder in eine Einheit bringt, beziehungsweise in eine Einheit lockt. Weil die Bienen orientieren sich ja immer um ihre Königin rum. So, und jetzt müssen wir hier nochmal die Kartei neu schreiben, weil wir haben ja hier ein Bienenvolk vom Bienenstand Born hergebracht mit einer Königin, die ist im Jahr 2020 geboren. Das ist eine Hybridkönigin. Hat sie einen Punkt? Ja, die grüne 79 ist das. Mutter war ein Hybrid. Anpaarung war bei mir. Es war eine Schwarmzelle-Königin. Und jetzt brauche ich hier nur noch Bienen gegeben eintragen. Die Stockkarte wird bei mir im Betrieb sauber geputzt und Spiritus. Und die Waben hier. Ein paar kann ich einschmelzen. Das hier wird eingeschmolzen. Das wird eingeschmolzen. Die anderen werden sauber gekratzt. So eine Kleinigkeit wird auch wegen der Wachsgewinnung ausgeschmolzen. Sollen die Bienen im nächsten Jahr neu bauen. Die Futterwaben, das da hier zum Beispiel, das macht Sinn, die drin zu lassen, weil damit können wir ja, wenn wir irgendwo ein Bienenvolk haben mit zu wenig Waben oder aber auch ein Bienenvolk mit zu wenig Futter, dann können wir genau diese Waben dann dort einsetzen. So, liebe Bienen, ich hoffe, ihr fühlt euch wieder hier wohl jetzt, dass ihr wieder eine gute Einheit bildet, und wir gucken uns das ganze Ding noch mal auf jeden Fall an. So eine Aktion muss man immer circa eine Woche danach noch mal nachprüfen, ob auch wirklich alles gut ging. Das zeige ich euch natürlich auch wieder. Ciao!